Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario 64. Wir befinden uns hier direkt vor dem Fliegenpilz-Fiasko. Und dort haben wir noch ein, zwei Sternchen zu holen. Oh ja, ich freue mich total. Ich freue mich fast tot, ja. Erforsche die Steilwand. Das ist übrigens die Mission mit dem, mit der Rutsche. Ja, mit der Rutsche. Ups, ich musste gerade noch mal kurz meinen Sound einstellen. Der war ein bisschen laut, ja. Ich mag das ja nicht so gerne, wenn ich mich selbst nicht mehr richtig hören kann, weil der Sound einfach so auf den Ohren drückt. Ja, da stelle ich mich voll an. Habe ich die 8 roten Münzen? Die habe ich. Ja, die habe ich. Die habe ich scheinbar geholt. Ja, im letzten Part. Der ist ein paar Tage her, tatsächlich. Nicht so super lange. Also von daher sollte ich eigentlich noch relativ gut drin sein. Weil man hat das ja dann doch durchaus mal, dass man ein paar Tage nicht zockt. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen Blödsinn. Ja, super. Da sollte eigentlich die Bombe sein. Da ist die Bombe auch. Also die kleine rosa Bombe, die uns den Weg zu den Sternen frei macht, möchte ich fast sagen. Sie macht uns den Weg zur Kanone frei. Ja, aber irgendwie habe ich das ein bisschen verpeilt. Keine Ahnung, warum, was war da denn jetzt los? Wieso? Der muss doch da sein. Sonst hätte ich da natürlich auch abkürzen können. Aber ich will ja eigentlich auch noch schnell die Bombe aktivieren. Das wäre schon recht praktisch. Wo ist sie denn? So, da müssen wir vielleicht die Kamera ein bisschen... Ja, okay. Darf ich mal was sehen? Hallo? Rede mit mir. Ja. Die Kanonen willst du, ne? Ja, die mache ich dir auf. Ja, ihr seht schon, die ist irgendwie so ein bisschen komisch zu erreichen. Hat auch seinen Grund. Denn die ist nur dafür da, einen bestimmten Stern zu holen. Ein bestimmter Stern, der ätzend wird. Komme ich da überhaupt? Nein, da komme ich nicht vernünftig hoch. Gut, dann tun wir es halt so. Ja, tut mir leid, wir starten ein bisschen zäh. Ich merke das und ihr merkt das wahrscheinlich noch viel mehr als ich. Denn ihr müsst es nur sehen und nicht sogar spielen. Weil wenn man spielt, ist es nicht ganz so schlimm. Aber wenn man es sich immer und immer wieder ansehen muss, dann nervt das schon. Ja, ja, da könnt ihr übrigens die Bombe sehen. Also die Kanone. Diesen Weg müssen wir dann entlang gehen. Und ich gucke gerade mal, wie wir denn da später so am besten hinkommen. Da müssen wir, glaube ich, hier an dieser Stelle relativ gewagt runterspringen. Gut. Ach nee, ich werde die Steilwand erforschen. Da kann ich doch besser den normalen Weg gehen, ja. Ich habe gerade überlegt, welche Aufgabe machst du da eigentlich? Und ja, Leute, ihr merkt es auch eventuell jetzt. Daran, dass dieser Part vielleicht, ich will mich noch nicht festlegen, aber es könnte sein, dass er ein Tacken länger wird als, ja, als vorher. Also, dass wir die Partlänge jetzt ein bisschen minimal erhöhen. Das hat einen ganz bestimmten Grund und die meisten können sich's denken. Ich möchte nicht gleichzeitig zwei Super Mario Jump'n'Runs auf dem Kanal laufen haben. Und New Super Mario Bros. U kommt nun einmal unaufhaltsam. Ich hoffe einfach mal, dass ich es tatsächlich auch bekomme. Weil das ist ja, ja, es ist halt vorbestellt, aber ich traue dem Braten meist nicht bei sowas. Ja, das ist es halt. Ich möchte aber trotzdem vorbereitet sein und dieses Let's Play zu dem Zeitpunkt dann auch fertig haben. Nicht, dass ich das jetzt hier schnell über die Bühne bringen möchte, weil ich keinen Bock mehr auf das LP habe. Nein, überhaupt nicht. Dieses Let's Play ist wohl eins von den Let's Plays, die mir bis jetzt so am meisten Freude bereitet haben. Ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, oder? Aber nein, das ist so ein richtiges, schönes Kindheitsspiel und... Und das ist auch kein Spiel, vor dem man... Nein, Mario, nein, was machst du denn da? Oh Gott. Bin ich jetzt tot? Ich glaube, ich bin tot. Boom. Klasse. Ja, was ich sagen wollte, das hier ist keins von den Spielen, wo man dann auch noch Angst vorhaben muss, weil Ocarina of Time ist natürlich auch ein ganz, ganz, ganz tolles Kindheitsspiel, allerdings ist das... Oh, das ist schön. Ist das ein Spiel, wo man dann doch so ein bisschen die Angst im Nacken hat, wenn man es spielt, weil es einfach zu viele Stellen zum Failen gibt. Hier natürlich auch, aber hier fällt man einfach auf eine andere Art und Weise als bei Ocarina of Time. In Ocarina of Time verläuft man sich oder man weiß einfach nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube eigentlich nicht, dass mir unbedingt sowas in diesem Spiel hier passieren wird. Hier ist es eher so, oh Mann, er kriegt den Sprung nicht hin, er kriegt den Sprung schon wieder nicht hin. So ein Trottel aber auch, ja. Das sind Dinge, mit denen kann ich leben. Ganz gut sogar. Man muss sich einfach nur im Klaren darüber sein, dass man nicht unbedingt
der Skill-Let's Player ist. Also ich meine, es gibt Let's Player, die basieren einfach fast nur auf Skill, weil man guckt denen zu, weil die so gut sind. Und ja, andere Let's Player guckt man, weil die eben nicht so gut sind. Und ich zähle mich, glaube ich, eher zu Zweiteren. Also zu Ersteren brauche ich mich nicht unbedingt zählen, nein. Nee. Erforsche die Stallwand. Haben wir gut gemacht, haben eine Masse Münzen geholt und 94 Sterne mittlerweile. Ja, 5 Minuten schon wieder rum in diesem Part und wir haben nur einen einzigen Stern geholt. Halte Ausschau auf der Brücke. Mhm. Ja, wollen wir das jetzt eben machen? Dann müssen wir noch einmal so ziemlich weit nach oben. Ja, hilft ja nichts, ne? Dann machen wir das eben und dann alles schön der Reihe nach, ja. Ich hatte mir, glaube ich, ausgerechnet, dass ich 3 Sterne pro Part jetzt holen müsste, um passend fertig zu sein. Das ist so eigentlich kein Problem. Und ja, im Zweifelsfall müssen die Parts halt einen Tacken länger. Und ich möchte auch eigentlich ein bisschen mehr als... ein bisschen mehr als 3 Sterne in einem Part schaffen. Einfach, um auch so ein bisschen Luft zu haben. Falls mal wirklich das Tic-Tac-Trauma oder die Regenbogenraserei oder das Bonus-Level, das da oben noch auf uns wartet. Das kommt ja auch noch. Oh mein Gott, das Bonus-Level. Das habe ich ganz vergessen. Der ist ja noch so ein Scheiß in den Wolken, wo man rumfliegen muss. Das wird kackschwer. Das habe ich noch nie geschafft. Noch nie in meinem Leben. Und von daher, naja, ich mache eh Blödsinn. Wir können auch genauso gut hier lang. Das macht auch viel mehr Sinn. Ja, das ist so eine Sache, die habe ich noch nie in meinem Leben geschafft. Und ob ich es schaffen werde, ja. Ich sag jetzt einfach mal, muss ich ja, oder? Habe ich eine Wahl? Nein. Es gibt nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich schaffe es oder ich breche dieses LP ab. Und das kommt natürlich gar nicht in die Tüte. Nee. Die einzigen LPs, die ich bis jetzt abgebrochen habe, sind tatsächlich Amnesia und Zelda Majora's Mask. Ja, Majora's Mask ging mir... Oh, nein! Wo bin ich denn jetzt? Jetzt gehe ich tot, oder was? Gehe ich jetzt tot? Gehe ich jetzt... Oh, wäre ich mal tot gegangen. Und Majora's Mask. Und bei Majora's Mask ging mir halt der Spielstand flöten. Das war natürlich ein großes Problem, ne? Und ich wollte das nicht noch einmal spielen, nachdem ich es sowieso schon 2-mal halb gezockt habe. Ich hatte damals ja mit der Wii Virtual Console Version angefangen. Hab mir dann aber irgendwann gedacht, ja, auf dem PC mit Save States und so, wenn du aufhörst, also gerade wenn du aufhörst mit der Aufnahme, ist schon wesentlich praktischer. Und das Bild ist auch um einiges besser, ja. Also, dann habe ich dann ja auf PC umgeswitcht und habe dort meinen Spielstand verloren, ja. Und da hatte ich wirklich, ja, keine Lust, das Ganze nochmal von vorne zu spielen, jetzt so auf die Schnelle. Ja, aber, ob ich das jetzt bereuen sollte, weiß ich auch gar nicht, weil damals, ja, das war halt auch nicht besonders gut. Also, wenn man es jetzt nochmal neu anfangen würde, wäre es schon cooler, ja. Ich hasse das Level, ich hasse das Level eigentlich nicht, weil das Level ist eigentlich ganz cool, aber die Stelle hier nicht. Ja, das hat sich gereimt und das macht viel Spaß. Ja, du kannst es, Alter, du hast es so drauf. Gut. Ja, wenn das Spielskill nicht reicht, dann muss eben das Gesangstalent überzeugen. Was weiß ich denn? Ja, das muss ich anders machen, das war auch gerade irgendwie dumm. Kamera gefiel mir auch gar nicht, muss ich jetzt mal so gestehen. Man kann auch, glaube ich, hier... Das Problem ist, dass man hier kaum abspringen kann, ja. Aber wir haben ihn trotzdem bekommen. Und auch den letzten in dieser Welt will ich unbedingt noch in diesem Part schaffen. Und vielleicht sogar schon ins Tic-Tac-Trauma gucken, Leute. Oder doch in die Regenbogenraserei. Ach, uns fehlt doch auch noch eine ganze Welt. Bin ich blöd. Gulliver Gumba haben wir auch noch nicht gemacht. Die Welt, die hier noch... Ach, Mann. Ich war ja schon wieder viel weiter. Oh Gott. So weit bist du ja noch gar nicht, Chris. Oh. Ja, da steht uns noch einiges bevor, Leute. Also, für all diejenigen, die jetzt dachten, hä, was labert ihr denn da? Der ist doch noch gar nicht so weit. Ja, ihr hattet recht. Und ich hatte Unrecht. Und jetzt muss ich hier irgendwie... Okay, so.
Und jetzt wäre es wirklich, 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 wirklich schön, wenn wir das im ersten Anlauf schaffen. Ja, wenn nicht, wäre es wirklich, 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 wirklich uncool, weil ich dann jedes Mal diesen Weg hier laufen müsste. Das werden wir genau zweimal zusammen machen und danach werden wir jedes Mal hier hinschneiden. Ja, mehr Arbeit für mich, mehr Spaß für euch. So einfach ist das. So, wir müssen genau diesen Stern treffen. Das ist das Blöde an der Sache. Ich weiß, ich kann den Abstand schwer abschätzen, ne? Oh, Gott sei Dank. Beim ersten Versuch. First try. Geil. Da bin ich gut zufrieden. Oh, ja. Ich meine, da gibt es jetzt auch echt nichts, wo man sich beschweren könnte. 96 Sterne. Suche den einsamen Pilz. Haben wir. Jetzt muss dieser Pilz nie wieder einsam sein. Ich glaube, das ist schon die richtige Tür, oder? Oder ist das hier... Ja, das ist die richtige Tür. Ihr seht hier einmal ein Bild. Dann würde ich euch ganz gerne zeigen, dass man hier ebenfalls ein Bild sieht. Aber jetzt hat man es schon gesehen eigentlich. Eigentlich soll das so aussehen, als wären alle drei gleich weit entfernt. Dem ist aber überhaupt nicht so. Denn dieses hier ist ganz dicht dran. Und dieses hier ist ganz weit weg. Ja. Und das hat folgende Bewandtnis. In diesem Bild sind wir riesengroß und im anderen sind wir ganz, ganz, ganz klein. Ja. Und pflücke die Schnapp-Piranha. Wir müssen eigentlich fast immer als großer Mario starten. Ich meine zumindest, dass das relativ viel Sinn macht. Und wir müssen hier jetzt die Piranhas pflücken. Und das müssen wir als kleiner Mario tun. Jupp. So, komm raus hier, Piranha. Komm raus, komm raus. Hier ist eine. So. Die Münzen brauchen wir jetzt hier eigentlich gar nicht einsammeln unbedingt, weil... Die brauchen wir ja noch nicht. Aber wir können uns schon mal merken, für die 100 Münzen gibt es hier jeweils 2 Stück in so einem Piranha. Hallo? Aber auch nur, wenn wir klein sind. Wenn wir das als großer Mario machen... Ja. Dann gibt's nur ein. Ja. Das ist schon ziemlich heftig gemacht, ne? Muss man so sagen. Bam. Ich glaube, das war die letzte. Oder gibt's hier noch mehr? Nein, da ist der Stern. Oh, geil, Leute. Wir kriegen unseren 4. Stern, glaube ich, in diesem Part. Wenn mich nicht alles täuscht. Wir schaffen sogar noch mehr. Ja, ja. Da schaffen wir noch mehr. Was kommt denn jetzt als nächstes für ein Rätsel? Ich weiß das überhaupt nicht mehr. Aber es macht bestimmt viel Sinn, als großer Mario zu starten. Ja, ja. Dann zeig mal her. Begib dich zur Spitze der Insel. Jo, da macht es auf jeden Fall viel Sinn, als großer Mario zu starten. Denn sonst ist das ein ganz schön weiter Weg. Ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich. Ja, ja, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. So, hier hinten gibt es einen Schalter. Und mit diesem Schalter können wir hier hoch eigentlich. Beziehungsweise wir können auch hier hoch. Das ist vollkommen... Nein! Vollkommen egal. Ah, Gott, ja. Also ungefähr so solltet ihr es natürlich nicht machen, Leute. Das ist jedem bestimmt klar. Tut mir leid. Das geht besser. Das geht durchaus besser. Das werde ich jetzt beweisen. Ja. Natürlich. Ich beweise, wie viel Skill ich doch in diesem Spiel habe. Hallo? Dreh die Kamera bitte. Ich stehe auf eine vernünftige Kamera, ja. Das Problem ist einfach, dass diese klitzekleinen Kugeln Mario so richtig zu schaffen machen, oder? Also, das kann es eigentlich nicht sein. Okay, hier lieber ein bisschen vorsichtiger. Ich wusste, dass er da ausrutscht. Ich wusste, dass er da ausrutscht und dann jedes Mal da ausrutscht, ne? Das war doch klar. So, das hier ist eigentlich die Spitze der Insel. Hier, ja, ihr seht schon, hier ist eine 1. Hm. Was hat das zu bedeuten mit der 1? Oder muss ich hier als kleiner Mario hin? Muss ich hier als kleiner Mario hin? Nein, 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 nein. Hallo? Da war doch... Hier war doch eine Röhre. Hier war doch eine Röhre, hab ich doch genau gesehen. Gehen wir da mal rein. Und schauen uns das Ganze mal als kleiner Mario an. Ihr seht den Unterschied, oder? Ja, sollte man ganz deutlich sehen. Das erinnert mich halt total an Mario Bros. 3. Ja. Wo man auch als kleiner Mario unterwegs war. Durch eine Riesenwelt. Das erste Mal so im Mario-Universum. Durch ein riesengroßes
was weiß ich nicht, Weltlevel. Und ja, den haben wir vorher nicht gesehen. Liegt daran, dass wir zu groß waren, um so ein Ding zu aktivieren. Sage ich jetzt einfach mal so. Keine Ahnung, ob Nintendo sich das tatsächlich so gedacht hat. 98. 98. Gar nicht übel. War das jetzt der vierte? Ich habe keine Ahnung. Ist auch egal. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar Sterne in diesem Part geholt. Und einer sitzt auf jeden Fall noch drin. Trete noch einmal gegen Koopa an. Ich glaube, da könnten wir fast besser als kleiner Mario unterwegs sein, oder? Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Ist klar. Wir gehen erstmal hoch. Und dann sehen wir weiter. Muss man den Koopa finden. Aber ich weiß ungefähr, wo der ist. Der müsste... Also hier geht das Rennen auf jeden Fall lang. Also müsste er auch hier irgendwo sein. Koopa, wo bist du? Ist der hier? Ja, der ist... Hier ist er. Okay, gut. Dann müssen wir in die Röhre da. Und hier ist auch wieder so eine Stelle, die man abgrasen muss. Ganz klasse. Ganz klasse. Das Schöne ist, dass ich mir ziemlich sicher bin bei den Sachen, die da so sind. Glaube ich zumindest, dass ich mir sicher bin. Also, das dürfte eigentlich keine Probleme geben. Und die Dinger hier, die geben 5 Münzen. Also, das wird schon mal gut. Da können wir uns... Lang, lang ist's her. Du scheinst noch schneller geworden zu sein. Hast du heimlich geübt oder liegt's an den Sternen? Meine letzte Niederlage geht mir nicht aus dem Kopf. Aber das ist meine Hausstrecke. Wie wär's mit einer Revanche? Das Ziel liegt hinter der Böenbrücke. Fertig? Los! Okay, ab geht's zur Böenbrücke. Na, klasse. Ganz klasse. Ich würde jetzt gerne nochmal neu starten. Darf ich nochmal neu starten? Ah. Aber ich würde sagen, dieser Sprung hier, der bringt uns doch ganz gut nach vorne. Und die Böenbrücke ist natürlich heftig, weil hier kommt Wind. Von der Seite. Ja, ja. Dum, 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 dum. Wir müssten eigentlich ein bisschen schneller sein, oder? Ach. War jetzt nicht so das Problem. Der schnelle Koopa ist immer noch ein bisschen langsam. Nein, das darf doch alles nicht wahr sein. Ich habe schon wieder verloren. Dabei habe ich mir extra die neuen Cooper Mach 1 Schuhe gekauft. Naja, ich denke auch dieser Stern gehört dir. Herzlichen Glückwunsch. Cooper Mach 1 Schuhe. Mann, Mann, Mann. Und selbst die hatten keine Chance gegen den super fixen Mario, den kleinen pummeligen Mario. Gesteuert vom kleinen pummeligen Bollo. Und ja, das ist eine gute Kombi. Aber diese Kombi macht für heute Schluss. Und ich sage, wir sehen uns eventuell im nächsten Part wieder, wenn ihr denn Bock habt. Und ja, Leute, bis dann. Und ciao.